Ah, hier komme ich nicht vorbei, oder was? Doch, doch. Nachteule. Wieder mal die Nachteule. Aber die brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Oh, er kommt. Ja. Ich stecke fest. Lol. Jetzt zeigt es. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm, stirbt jetzt, ihr Penner. Ihr Penner! Wir sollten tatsächlich so langsam auch mal gucken, dass wir Fenrir ins Auge fassen, zumindest. Weil. Weil der uns eben seine Rune droppt normalerweise und das komplett die Haltbarkeit negiert. Also wir kriegen keine Haltbarkeitsverluste mehr mit seiner Rüstung. Mit seiner Rune. Nee, das ist nämlich eine Insel, ne? Ich glaube nicht. Komm hierher. Ja. Ja, wir haben aber auch noch ein Boot dabei. Ne, genau, das ist keine Insel. Nicht eine Insel. Oh, da oben ist wieder ein einer mit schweren Knochen. Ein Troll. Den würde ich. Ne, der ist da unten. Lol. Aber oben müsste ja eigentlich auch einer sein, wenn das ein großes Lager ist. Fast die Explosion. Ich habe gedacht gerade. Oh, da rauscht es aber ein bisschen. Da war da die Explosion. Ja, wenn wir zwei Riesen mitholen können, dann möchte ich auch zwei Riesen mitholen, ne? Da oben ist auch auf jeden Fall noch ein Riese. Da haben wir wirklich hier gerade zwei Riesen zum Preis von einem gelootet, gefunden. Gefunden. Noch haben wir ihn ja nicht gelootet. Aber nice. Gut. Hat ja wieder gut geklappt. Auf dieser Insel ist das hier. Ist auf dieser Insel Fenrir? Ich glaube es eigentlich auch schon fast nicht, ne? Ich glaube, da müssen wir auch nochmal rübersetzen. Ah, das heißt, wir müssten dann auch irgendwann mal nochmal nach Hause und am besten. Oh, das ist noch ein Riese. Lol, jetzt geht's aber rund hier mit den. Mit den schweren Knochen, großen Knochen. Leider haben wir immer nur einen bekommen. Sie hat heute Glück mal wieder nicht gegriffen. Haben wir Glück, dass drei Riesen hier sind, aber wir kriegen überall nur einen Knochen. Das ist ein bisschen mies. Ich höre noch einen. Der ist da oben links. Muss nur gucken, wie ich da hochkomme, da hinten irgendwo. Ja, die holen wir auf jeden Fall mit, ne? Die brauchen wir. Wir brauchen ja nicht nur die großen Knochen noch, um den Stand da zu verbessern, sondern wir brauchen sie auch für einige Waffen. Ne? Wie zum Beispiel den Hammer, den Muspelheim-Hammer, den braucht man immer wieder große Knochen, schwere Knochen. Ah, wir können die aber auch kaufen, ja, glaube ich. Bei dem Hexenwüster, den wir da ja noch nicht gefunden haben, aber eingezeichnet haben. Wenn wir da hinkommen, also wir brauchen noch ein paar Teleporter, Leute. Wir brauchen noch ein paar Teleporter, wir müssen uns noch ein paar Spots claimen. Und jetzt muss ich erstmal gucken. Ich würde noch gerne diesen anderen Außenposten auf jeden Fall machen. Und dann sind wir eh langsam, aber sicher. Also ich sag mal noch so 20 Minuten durch diese Aufnahmereihe noch gehen. Und dann setze ich mich erstmal ans Schneiden und werde vielleicht später noch eine nachziehen. Mal gucken. Aber wir sind sogar, wir sind echt gut gestellt momentan. Und ich glaube, in der nächsten Aufnahmereihe, also nachdem wir hier jetzt einige Vorbereitungen getroffen haben, geht es dann so langsam, aber sicher Richtung Fenrir. Also ich versuche auf jeden Fall noch die Waffen voll zu machen, die Pyrosteine zu bekommen, dass wir die Waffen voll machen können. Dass wir uns eine legendäre Waffe machen können. Und dann, kann man doch mal Fenrir auch langsam, aber sicher in Angriff nehmen. So, gut. Ja, was ist denn jetzt? Kann ich nicht einsteigen oder was? Ey, wo springst du denn hin? Ja, komm her. Siehst du, wie langsam der jetzt im Schwimmen ist? Das ist ein Riesenunterschied, ne? Ja, von da, wenn wir da irgendwo einen Anlegespot finden, da können wir sogar
Ja, das ist wendiger, also definitiv. Eigentlich ist das Boot hier cooler, finde ich. Es reagiert besser. Es ist nicht so schwerfällig. Und das macht auch einen riesen Unterschied, weil das andere hat zwar viermal so viel Leben, aber ja, dafür werde ich auch viermal so viel getroffen oder so. Oder fahre gegen eine Wand. Also da ist dieses Boot irgendwie angenehmer zu fahren. Nice. Oh, da haben wir ja schon den Arschestrand zum Anlegen. Sehr gut. Wir hatten keinen Teleporter mehr dabei, ne? Den haben wir jetzt alle verbraucht. Oh, das ist ein bisschen blöd. Jetzt sind wir nämlich hier und ich habe keinen Teleporter. Ah, egal. Oder? Ne, hatten keinen mehr. Gut, wir könnten ja eigentlich einen am Amboss bauen, wenn wir das Material haben, ne? Warte mal, ich baue mal den Amboss fix auf. Ist ja gut, dass man den immer überall aufbauen kann, wo man will. Uns fehlt noch 2 Silber. Das sollte eigentlich ja machen. Na gut. Ist jetzt die Frage, weil wir haben gerade... Ja gut, wir könnten nochmal hochfahren. Ne? Da war ein Sumpf, da kriegen wir auf jeden Fall Silber. Weil hier werden wir wohl eher keins finden. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das nicht gleich zuerst machen soll, nochmal schnell hochfahren, weil das ist ja jetzt kein Problem. Allerdings, wenn hier noch ein Sumpf wäre, wäre es halt unnötig gewesen. Aber dann hätten wir es schon mal hinter uns, ne? Weil dann sind wir auch hier irgendwo mittig unten, ne? Wo, hier würde ich schon einen Teleporter hinmachen, weil wir da nach alle Richtungen können. Das ist eigentlich nicht schlecht. Zumal diese Kommandoposten haben ja auch eine Abklingzeit, die kann man ja auch wieder einnehmen mit der Zeit. Das ist natürlich auch schön für so die Items, die es dort gibt, zu farmen. Und da wäre es auch interessant. Allein deswegen wäre es schon mal interessant, hier einen Teleporter zu haben. Also nochmal hoch, ist ja nicht weit. Gehen wir in den Sumpf, noch ein bisschen Silber holen und dann nochmal runter. Da können wir unseren Teleporter dort unten selbst bauen. Was? Meine Kraft ist 551. Wie geht denn das, ey? Ist das hier anders berechnet? Weil ich habe nicht mal was Legendäres und die ist schon weit höher als... Ach so, wahrscheinlich durch die... Ja, durch die ganzen Buffs. Von den ganzen Level-Ups und so, weil wir ja viel mehr Skill-Points verteilt haben und ja, dadurch unseren Schaden immens steigern. Kann ich mal gerade nur so erklären. Ich weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, damit wird es zusammenhängen. Silber. Jawohl, direkt mal 6, das reicht ja eigentlich schon. Aber ich gucke mal gerade noch die Umgebung ab. Weil vielleicht können wir ja auch noch 2 Teleporter bauen. Aber gut, das reicht ja auch für 2, ne? Oder? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja. Wir sind aber nicht gerade hier mit Silber gesegnet. Nee, sieht ein bisschen mau aus. Sieht ein bisschen mau aus. Mau, mau. Okay, egal. Let's go. Es reicht auch einer, falls es nicht für 2 reicht. Ich weiß es ja noch nicht mal genau. Aber ich will ja auch jetzt hier nicht so ewig viel Zeit verbringen. Weil ich noch ein bisschen was vorhabe in den verbleibenden 15 Minuten. Ungefähr, ne? Ich muss jetzt nicht Punkt bei 2 Stunden Aufnahmezeit beenden, aber ja, das war so das Ziel, das ich mal genommen habe für heute. Für die erste Session. Und dann langsam auch ans Mittagessen denken. Dann ein bisschen schneiden. Ja. Samstag wird schon aufwendig heute. Aber ich will das auch heute großen Teil alles machen. Das sind immer so Sachen, die ich mir dann auch so voll vornehme.
Das ist immer eine ganz gute Arbeitsmethodik, wenn du dir gewisse Sachen vornimmst. Ja, siehst du, das reicht nämlich nicht. Für zwei. Schade. Da fehlt drei Silber. Und dann sagst, ja, das habe ich gemacht. Alles andere ist Bonus. Ob du es dann machst oder nicht. Aber zumindest mal, wenn man sich so ein straightes Ziel setzt und das dann direkt umsetzen kann, das ist immer gut. Finde ich zumindest mal. Und ich will das halt alles so weit über den, ja, so weit hinbekommen, damit ich eben morgen ein bisschen mehr Ruhe habe. Ich meine, wir machen morgen ja auch noch den Formel 1 Livestream, da hätte ich ja sowieso keine Zeit, aber eben auch vorher einfach mal ein bisschen chillen kann und den Sonntag genießen. Deswegen heute 2 Stunden, das wären bei 20 Minuten wären das 6 Folgen, bei 15 Minuten wären es 8 Folgen, dann würde es sogar für die ganze Woche reichen. Da muss ich eben gucken, dass ich bringe euch lieber, glaube ich, dann 15 Minuten Folgen ab und zu mal, so dass es jeden Tag eine Folge gibt, bis ich mal genug Vorrat habe. Kommt halt drauf an, wenn ich noch eine zweite Session mache, ist es egal. Wenn ich eine zweite Session mache, dann ist es gehupst wie ein Satz gemacht. Dann geht beides. Okay. So. Außenposten. Clear. Da kriegen wir auch diese Leviathan-Lava und alles, ne? Und diese Muspelit. Und das ist normalerweise Sachen, die wir brauchen, um den Vulkan freizuschalten. Jetzt haben wir noch eins freigeschaltet. Das ist hier. Oh, da ist ja auch nochmal eine Anlegestelle. Gehe ich da unten an den Aschestrand den Teleporter bauen? Dann müssten wir hier immer rumfahren, um in diese Richtung zu kommen. Aber wir hätten da eine Anlegestelle direkt. Oder ist es mal egal, dass man warte mal, wer... Ja, komm. Fische ernten. Ich wollte hier mal angeln, deswegen. Seetang. Ja, jetzt kriegen wir das Seetang. Nice. Das, wo wir uns schon einen Haufenweise gekauft haben. Geh doch weg! Da fliegt gerade eine Mücke in mein Gesicht, ey. Wenn ich wegen dir drauf gehe, dann gehst du auch drauf. Ah, da haben wir doch noch einen Aschestrand. Der ist doch noch besser. Von dem können wir doch locker überall hinfahren. Wir haben jetzt auch kein Boot mehr, ne? Das steht ja noch da hinten rum. Aber das hier ist ein Aschestrand, der mir zusagt. Da bauen wir uns auf. Zum Teleporter. Ja, wo? Es war doch einmal grün, ja, hier, genau. Sehr gut, dann machen wir Schnellreise auch gerade von hier. Ich brauche jetzt nicht weiter hier rumzulaufen. Erstmal gehen nochmal nach Hause. Und gucken mal, wie viel Pyrosteine. Ich glaube, wir haben erst 4. Also das heißt, wir müssten noch an das andere ran. Ah, Lagerkiste öffnen. Wir holen nochmal alles raus, was geht. Ja, so. Und dann gucken wir mal, was wir basteln können damit. Ah ja, die Zweige. Ja, Zweige sind maximiert. Das ist auch maximiert. Alter, Alter. Na, da müsste es auch eine Funktion geben, dass wir alles platzieren rüber. Das geht aber, glaube ich, nicht. Wenn ich nicht alles täusche. Nee, das geht nicht. Es geht nur andersrum. Wir sollten vielleicht mal gucken. Aber das Boot aufzuwerten, ich weiß nicht. Also Gold können wir auf jeden Fall schon mal reinstecken und uralte Kerne davon haben wir genug. Das Holz würde ich jetzt nicht gerne da reinstecken, aber Rinde des Frostkiefers können wir noch mal reinmachen und das Eisen auch nicht. Was brauchen wir hier denn noch? Steine. Steine und Holzbretter. Ja gut, da könnten wir uns auch auf jeden Fall mal noch herstellen. Ne? Bergbaustand, da fehlt uns Eisen und Stein auch noch mal. Da können wir uns auf jeden Fall ja Steine noch mal herstellen. Da so... Machen wir doch mal hier nochmal auf jeden Fall 35, 36 Eisen. Nicht Eisen, Schmiedeeisen. Machen wir auch nochmal 30. Dann sind wir da schon mal ganz gut gestellt. Und könnten vielleicht das eine oder andere nochmal verbessern. So, Trankbraustation. Da haben wir nochmal Pilzmondblitze. Genug, da haben wir nämlich alle gekauft. Und können den auch aufwerten. Auf Stufe 4. Was brauchen wir Stufe 5? Nochmal Pilzmondblitze wie ein Sau. Sternlichtseetang.
die können wir hier schon mal reinstecken. Die können wir schon mal reinstecken. Davon können wir noch mal reinstecken. Mistelzweig haben wir kaum. Machen wir auch mal rein.